with its henchmen, the dreaded foot soldiers, the mutants Bebop and Rocksteady. Das war's erstmal, oder? Jetzt kommt das alles erstmal. Ja, okay. Also, die Buchmesse haben wir hinter uns und Batman vs. Superman Talk. Aber was liegt noch vor uns? Das Suicide Squad, die ganzen Marvel-Filme, Conventions und auch ein Hörspiel-Talk. He-Man. Und jetzt erstmal ab zur Werbung. Dr. Killamoff, the evil alien who wants to pollute the whole world. Look who's gonna stop him. It's Toxie. Masters of the Universe. Und jetzt lüftet He-Man auf seinem Battle Cat das Geheimnis. Achtung, Skeletor greift an. Masters of the Universe. Abenteuer auf dem fernen Planeten Eternia. Keine Chance für Skeletor. Masters of the Universe. Neu von Mattel. Neon Invader und Ted zurück bei It's Clobbering Time. Und wenn ihr euch eigentlich wundert, wo der Dimitri ist, der ist im Knast. Ja, egal. Unsere nächsten Projekte, ihr habt es ja schon gehört, Suicide Squad, der neue Film über das Superhelden-Super-Schurken-Team. Inklusive Fotoshooting. Ja, das ist auch dabei. Inklusive Kurzfilm. Auch dabei. Also mit uns. Und vielleicht dann auch den ein oder anderen Charakter aus dem Film. Lass euch überraschen. Auf jeden Fall die Castings für Harley Quinn. Und den Joker, den wir schon haben. Ja, was steht sonst noch auf dem Plan? So. Comic-Convention? Comic-Convention in Berlin. Wir berichten vom WGT 2016. Wave-Gothic-Treffen sind wir auch unterwegs. In Leipzig. Vielleicht machen wir auch einen kurzen Film, je nachdem, wie wir Lust haben, vom The Antwoord-Konzert in Berlin. Dafür haben wir immer Zeit, ja. Und ansonsten die ein oder andere Überraschung zwischendrin. Und wenn ihr unsere anderen Videos noch nicht gesehen habt, klickt hier und da und dort und überall. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wann bringt It's Clobbering Time endlich den Retrogramm raus? Demnächst, und wir fangen an mit Masters of the Universe, He-Man, den klassischen Hörspielkassetten und sogar einen Fancomic. Vom Max zu einer Hörspielfolge. Demnächst auf diesem Kanal. Daumen hoch.